Der Name des Stadtteils spielt eigentlich keine Rolle. Diese Szene findet sich oft genug in deutschen Städten. Ein Meer von Plattenbauten. Für viele Jugendliche scheint hier die Ampel bereits auf Rot zu stehen, bevor ihre Zukunft überhaupt begonnen hat. Die Hochhäuser wachsen zwar in den Himmel, doch die Träume drohen dabei, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Im Kleinen wird versucht, die Situation zu ändern. Hier entsteht gerade ein neuer Spielplatz. Doch leider sind die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche ansonsten rar. Und genau an diesem Punkt möchte das Jugendprojekt Blue Box Berlin ansetzen. Unsere Blue Box heißt ja Blue Box, Terminologie aus dem Fernsehbereich, wo man mittels Postproduktion durch Computertechnik einen Hintergrund nachträglich einarbeitet. Und genau das versuchen wir ja bei den Kindern und Jugendlichen. Sie kommen hier hin mit bestimmten Defiziten und bekommen hier einen neuen Hintergrund der Hoffnung, weil wir gehen davon aus, dass jedes dieser Kinder ein Talent hat. Unsere Aufgabe ist es, diese Talente durch Kultur zu finden. Thorsten Hebel, der Initiator der Blue Box, ist selbst Schauspieler und darüber hinaus Pastor. Besonders eine Sache möchte er aus der Theologie mit in seine Arbeit einbringen. Ich habe mal in der Bibel geschaut, wie behandelt Jesus eigentlich die Leute? Ganz unterschiedliche Leute, wie behandelt er die? Und drei Dinge sind immer vorgekommen. Der Höchstmaß an Respekt. Dann das individuelle Einstellen auf die spezielle Lebensgeschichte. Er hat ja keine Patentrezepte gehabt, sondern er ist wirklich eingestiegen auf die verschiedenen Biografien. Und das Dritte ist, er hat immer Anerkennung vermittelt, auf die eine oder andere Weise. In der Blue Box gibt es verschiedene Workshop-Angebote. Hier haben Kinder und Jugendliche die Chance, sich musikalisch, tänzerisch und schauspielerisch ausbilden zu lassen. Das große Ziel ist eine Theaterproduktion. Im Frühjahr diesen Jahres hatte das Stück »Zeig, was du kannst« Premiere. Das Publikum war von dem Können und der Leistung der Kids überwältigt. Neben den künstlerischen Workshops steht mittwochs Kreativsein auf dem Plan der Blue Box. Philipp ist einer von den 26 Mitarbeitern, die sich in der Blue Box engagieren. Um den Kindern zu zeigen, was alles möglich ist, hat er zusammen mit anderen einen Song aufgenommen. Also ich bin in dem Leitungsteam und bin dafür verantwortlich, dass ich so ein bisschen das Kreative vordenke, das, was hier montags passiert. Montags kommen die Kinder, um in den verschiedenen Workshops Tanz, Musik und Schauspiel was zu machen. Und ich bin derjenige, der so ein bisschen angibt, was wir so machen, wo es lang geht. Eines der Blue Box Kids ist Max. Auch er war bei der großen Theaterpremiere mit am Start. Er ist so gut wie jeden Montag und Mittwoch hier anzutreffen. Also mir ist es wichtig, dass man auch montags und mittwochs immer hierher kommen kann. Mittwochs immer spielen, backen und sowas. Und montags wird geprobt und so. Weil sonst sitzt man ja die ganze Zeit nur in der Wohnung und weiß nicht, was man machen soll. Thorsten Hebel mag Max besonders gern. Na, weil wir uns ja so kennengelernt haben über die Jahre und Wochen. Und dann sind wir eben halt uns näher gekommen und haben uns näher kennengelernt. Und da habe ich ihm einen Tag mal ein Bild gezeigt von Union und da hat er gesagt, er ist auch Union-Fan. Und jetzt sind wir beste Kumpels sozusagen. Und wir umarmen uns auch immer, wenn ich da bin. Na, man kann mit ihnen über alles reden und sowas. So wie Gefühle und Ärger in der Schule und sowas. Und auch zu Hause mit den Eltern. Kann man alles bereden. In der Küche hilft Sushi mit beim Pflaumenkuchenbacken. Sushi heißt eigentlich Susanne, doch so nennt sie hier keiner. Die 16-Jährige hat in der Blue Box nicht nur neue Freunde kennengelernt, sie hat auch das Singen für sich entdeckt. Im Frühjahr ist sie bei der Premiere von Zeig, was du kannst zum ersten Mal vor großem Publikum aufgetreten. Von der Unterstützung von Jonas zum Beispiel Musikworkshop habe ich so mehr Vertrauen in mir gefunden. So, ja, also am Anfang so auf Bühne gar nicht, aber jetzt geht das eigentlich schon. Also das macht Spaß so auf der Bühne. Für Sushi und Max ist die Blue Box zu einem Ort geworden, an dem sie die Chance haben, sich auszuprobieren und neue Seiten an sich kennenzulernen. Ein Ort, den sie auf keinen Fall missen wollen.